Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sprechen heute über Kundenbedürfnisse, wie du die erkennst und wie du sie danach logischerweise auch erfüllen kannst. Viel Spaß dabei, gib uns auf jeden Fall ein Like und ein Abo, wenn dir das hier gefällt und dann bis gleich im Video. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sprechen heute, wie gerade schon gesagt, über Kundenbedürfnisse und Kundenwünsche. In erster Linie natürlich, wie du sie erkennen kannst und in zweiter Linie natürlich, wie du sie dann auch erfüllen kannst, wobei das eigentlich ein Selbstgänger ist. Kundenwünsche erkennen, warum ist das überhaupt wichtig? Wir sind jetzt im Bereich des Fachhandels zum Beispiel, wenn wir über Produkte wie Terrassendächer oder Küchen sprechen, dann sind wir natürlich da, dass du als Berater oder deine Berater, je nachdem, extrem viel Know-how im technischen Bereich haben oder wie das Ganze funktioniert, was für Neuheiten es so auf dem Markt gibt. Und was ich persönlich in unseren Gesprächen immer ganz, ganz oft mitbekomme, leider Gottes, ist, dass der Kunde quasi mit diesen technischen Informationen in Anführungsstrichen totgeredet wird. Das heißt, man läuft immer so ein bisschen Gefahr, dem Kunden zu viel über dieses Produkt zu erzählen und am Ende des Tages halt Einwände vielleicht zu wecken, die am Ende des Tages gar nicht da gewesen wären und letzten Endes den Kunden halt irgendwie dadurch zum Absprung zu bringen. Und deswegen ist es halt so sinnvoll, sich mal Gedanken zu machen, okay, wie kann ich vielleicht im ersten Schritt vernünftig erkennen, was der Wunsch meines Kunden ist und wie kann ich das dann letzten Endes auch erfüllen? Also im Grunde ist es ja ganz einfach, du musst den Kunden einfach mehr Fragen stellen zu seinem Produkt. Aber nicht nur zu dem Produkt, sondern warum er das Ganze auch haben möchte. Ich habe zum Beispiel letztens ein Beispiel gehört, da wollte der Kunde von einem Partner von uns ein Terrassendach haben, ein freistehendes. Und es ging letzten Endes darum, dass die Wäscheständer auf der Terrasse immer umgeflogen sind, weil so viel Wind halt da war. Das ist ein Grund, den findet man im ersten Moment nicht raus, weil man denkt ja, es geht um Sonnenschutz. Geht es ja auch irgendwo. Mit einer Seidenverkleidung hat man dann aber sowas wie einen kleinen Wintergarten, wenn man das möchte. Und deswegen war es hier so sinnvoll, dass man wirklich in das Thema halt reingegangen ist und mal rausgefunden hat, okay, was gibt es für Gründe, warum die Person jetzt letzten Endes dieses Produkt haben möchte? Ist eigentlich ganz einfach, Und wenn man, wie gesagt, nur davon ausgeht, das hat jetzt hier solche schönen Lamellen und sowas, die kann man so und so aufklappen, ist das vielleicht gar nicht das, was den Kunden interessiert. Und deswegen, wie gesagt, Nummer eins, ganz simpel und einfach, wird aber leider in der Praxis viel zu selten gemacht. Fragen stellen, vernünftige Fragen stellen und am besten, so viele wie möglich davon, die irgendwie zum Produkt passen. Möglichkeit Nummer zwei, was du natürlich auch machen kannst, wenn du mit den Fragen nicht unbedingt weiterkommst, ist ein bisschen Pfeile zu werfen. Was meine ich damit? Wenn der Kunde jetzt nicht wirklich irgendwas rausrückt, was seine richtigen Kaufmotive sind, warum er das Ganze machen möchte, dann kannst du so ein bisschen versuchen, Pfeile zu werfen, beziehungsweise auch Behauptungen aufzustellen. Das heißt, du sagst einfach, okay, das heißt, sie möchten Produkt XY deswegen gerne in ihrem Garten stehen haben oder in der Küche oder irgendwo anders. So, weil es ist immer so, wenn du über mich eine Behauptung aufstellen würdest oder wenn du über jemand anderen eine Behauptung aufstellst und die stimmt nicht, dann habe ich das Bedürfnis, diese Behauptung zu korrigieren bzw. richtig zu stellen. Und das kannst du letzten Endes auch machen. Das heißt, wenn du nicht viel Rückmeldung bekommst vom Kunden, dann stell vielleicht ein paar Behauptungen auf, versuch mal so ein bisschen vorzufühlen, warum möchte der es vielleicht machen, und du wirst relativ schnell merken, wenn das richtig ist, wird er nichts dazu sagen. Wenn es nicht richtig ist, würde er es korrigieren wollen. Und dann hast du auch wieder so ein paar Kaufmotive, die du letzten Endes verwenden kannst. Und dann ist natürlich ganz einfach, diese Kundenbedürfnisse auch zu erfüllen. Im Grunde genommen brauche ich dir nicht erklären, wie das funktioniert. Du musst es halt einfach in der Kalkulation und auch in der Umsetzung nachher mit dem Kunden machen. Hier kann man vielleicht noch zu sagen, was du auf jeden Fall beachten solltest. Versuch die Bedürfnisse auf jeden Fall irgendwo in einem realistischen Rahmen zu halten. Also es bringt dir natürlich relativ wenig, wenn du jetzt sagst im Verkaufsgespräch oder im Beratungsgespräch, hey, das kriegen wir alles hin, das kriegen wir alles hin, aber du weißt vielleicht, okay, vielleicht kriegen wir das doch nicht hin oder nicht in der Zeit, nicht in dem Rahmen, nicht zu dem Preis. Am Ende des Tages gibt es dann wahrscheinlich eine Enttäuschung oder du verlierst am Ende des Tages auch sehr viel Zeit dadurch, weil du es halt bei der Angebotserstellung dann wieder korrigieren musst oder bei der Besprechung des Angebotes mit dem Kunden das Ganze wieder irgendwie gerade ziehen musst. Also versuch natürlich im ersten Schritt Kundenbedürfnisse rauszufinden, versuch aber gleichzeitig auch immer zu validieren, ist das realistisch, was der Kunde sich da vorstellt, können wir das überhaupt so umsetzen, kann ich das so umsetzen und kann ich das am Ende des Tages auch in ein Angebot verpacken, weil ansonsten hast du damit mehr Arbeit, als du so eigentlich gehabt hättest, nur um einen Schritt quasi weiterzukommen. Genau, und ich hoffe, dass du damit schon mal ein bisschen weiterkommst. Wie gesagt, Punkt Nummer eins ist wirklich, wird einfach viel zu wenig gemacht, obwohl es so ganz simpel ist. Frag einfach mehr nach, frag, warum dieses Produkt jetzt da sein soll. Es geht nicht immer nur um den normalen Zweck, jetzt wie gesagt, bei einem Terrassendach von einem Sonnenschutz oder bei einer Küche, weil ich halt drin koche, sondern es gibt immer noch andere Kaufmotive dahinter und du wirst dir und dem Kunden den Gefallen tun, das rauszufinden. Und wenn du da, wie gesagt, nicht weiterkommst, wirf ein paar Pfeile, stell ein paar Behauptungen auf und dann kommst du auch so ein bisschen mit Trial and Error in die richtige Richtung. Und dann, wie gesagt, im nächsten Schritt validier das Ganze und wenn es valide ist, wenn du es umsetzen kannst, dann mach es. Weil dann bist du anderen Mitbewerbern wahrscheinlich einen Schritt voraus und wirst den Auftrag machen können.
Ansonsten, wenn du dazu weitere Fragen hast, komm gerne auf uns zu. Schreib uns hier unter dem YouTube-Video gerne einen Kommentar oder melde dich bei uns über unsere Homepage. Abonniere, wie gesagt, den Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du nichts mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut.